Hallo Freunde, die Kunst des erfolgreichen Lebens, das ist das neue Buch von Dr. Dr. Rainer Zietelmann und ich habe mich mit ihm zusammengesetzt und mir einige Passagen aus dem Buch herausgesucht und mit ihm gemeinsam auf seiner Dachterrasse diskutiert. Herr Zittelmann hat mir drei weitere Bücher mitgegeben, und zwar für meine Geschäftspartner, damit wir zusammen das 20-Wochen-Programm, welches in dem Buch drin ist, zusammen durcharbeiten können. Und zwar, das Programm geht so. Jedem Kapitel von den 20 wird eine Woche gewidmet. Das heißt, man liest in einer Woche ein Kapitel durch und in dem Kapitel sind verschiedene Themen behandelt. Und nach der Woche setzen wir uns zusammen, also meine drei Jungs und ich, und diskutieren über dieses Kapitel und schauen, wie wir uns optimieren können hinsichtlich der im Buch angesprochenen Punkte. Wenn du auch so ein Buch haben möchtest, am Ende des Videos verlose ich ein Exemplar, denn Herr Zittelmann hat mir ein weiteres Exemplar mitgegeben zum Verlosen an die Community, an die Zuschauer dieses Videos. Und ich setze noch einen oben drauf und lege dir auch ein Buchzeichen in Höhe von 50 Euro mit rein, damit du auch schön motiviert bist beim Lesen. Daher schau es bis zum Ende an, wenn es dir gefällt, dann freue ich mich über einen Daumen nach oben und wir sehen uns am Ende nochmal. Die Kunst des erfolgreichen Lebens, das ist ihr neues Buch. Da sind einige Zitate drin von erfolgreichen Menschen, die auch in der Realität, also im echten Leben, immer wieder eine Relevanz haben, denen man über den Weg läuft. Wollen Sie mal kurz vorstellen, was da so drin steht? Ja, also die Kunst des erfolgreichen Lebens ist natürlich das, was jeder gerne hat, ein erfolgreiches Leben. Und da habe ich jetzt gedacht, ich will mal nicht klüger sein als alle anderen, sondern das zusammentragen, was die klügsten und erfolgreichsten Menschen in über 2500 Jahren zu diesem Thema gesagt haben, zu verschiedenen Themen. Also das Buch hat 20 Kapitel und da findet man Zitate drin von Konfuzius oder von Cicero bis über Goethe bis heute zu Steve Jobs oder Warren Buffett. Also eine sehr bunte Mischung, die auch den einen oder anderen überraschen wird. Henry Ford neben Goethe und Arnold Schwarzenegger neben Konfuzius. Das ist sicherlich für manche überraschend. Ja. Aber ich denke, das sind alles Menschen, die uns etwas zu sagen haben. Und all diese geballten Weisheiten, die habe ich nicht nur zusammengetragen, sondern ich habe dann erstens nach jedem Zitat das kommentiert und die Frage stellt, was bedeutet das für Ihr Leben, eine Deutung des Zitates. Und am Ende von jedem Kapitel ist da noch so ein Abschnitt, der heißt, jetzt sind Sie dran, wo ich dann weiterführende Ideen, Handlungsanweisungen geben. Meine Gedanke dabei ist eigentlich, dass man das Buch wie ein 20-Wochen-Arbeitsprogramm verwendet, also sich jede Woche ein Thema vornimmt, vielleicht auch durchaus mit zwei oder drei Freunden zusammen, dass man so eine Gruppe bildet, eine Erfolgsgruppe. Wenn Sie zwei, drei Freunde haben, die auch erfolgreich sein wollen und sagen, wir nehmen uns jetzt das vor, Kapitel für Kapitel und diskutieren darüber, was bedeutet das für uns und machen richtig so ein Selbstverbesserungs-, ein Selbstoptimierungsprogramm, aber auf Basis von dieser Weisheit aus 2500 Jahren. Okay, sehr gutes Konzept, gefällt mir sehr gut. Ich habe zu jedem Kapitel ein Zitat mir rausgesucht und da sprechen wir jetzt einfach mal drüber. Fangen wir mal an. Kapitel 1. Wir sind, was wir denken. Ob du denkst, du kannst es oder du kannst es nicht, du wirst auf jeden Fall Recht behalten. Das ist natürlich tatsächlich so, ja. Es gibt ja Menschen, die sagen immer gleich, bei allem kann ich nicht und unmöglich, ja, und so weiter. Ja. Die kennen wir alle. Die kennen sie alle, ja. Und wenn ich so einem, was machen die? Die sagen erstmal, geht nicht und ist unmöglich. Und dann fangen sie an und sammeln alle Gründe dafür, warum es nicht geht. Und natürlich gibt es immer Gründe, die dagegen sprechen. Ja? Aber ich sage, mach's doch mal umgekehrt. Sammel doch erstmal die Gründe, warum es gehen könnte. Und ich gebe da auch ein Gedankenexperiment mal. Das können Sie auch mal selbst machen. Ja. Wenn Ihnen jemand jetzt sagt, das ist unmöglich, ja? Dann sagen Sie mal, ich gebe dir mal ein Gedankenexperiment. Stell dir vor, ich stelle dir nächste Woche einen Koffer hin mit Bargeld 500.000 Euro, wenn du es hinkriegst. Ja? Sagst du mir dann auch noch jetzt, ist es unmöglich, oder fängst du jetzt
dran nachzudenken, wie es doch möglich ist. Wirklich mal genau vorstellen. Ja. Ja. Da steht der Koffer mit 500.000 Euro. Ja. Und überlegt er dann auch noch, ja, das geht deswegen nicht, deswegen. Nee, dann fängt doch dein ganz, vielleicht nicht immer, in jedem Fall. Natürlich gibt es Sachen, die sind unmöglich. Wenn ich sage, ich fliege nächste Woche zum Mars, wird es auch mit einem Koffer mit 500.000 Euro nicht möglich. Ja, aber davon sprechen wir ja nicht. So, wir sprechen von Dingen, wo es sehr schwierig ist, wo man auch in der Tat viele Ideen oder Kreativität entwickeln muss, wie man es doch möglich macht. Und das will ich ja damit bezwecken, dass dein Denken in Richtung geht, wie du es doch schaffen könntest. Ja? Und so diese Menschen, die immer gleich sagen, nee, unmöglich geht nicht, die programmieren sich selbst negativ und die schaffen es dann auch nicht. So. Ja, logisch und kennt jeder von uns, da bin ich mir sicher. So, Kapitel 2, unsere Ziele bestimmen unser Leben. Damit das Mögliche geschehe, muss immer wieder das Unmögliche versucht werden. Ja, da gibt es auch ein Lied, vielleicht kennt es der eine oder andere von den Rolling Stones. You can't always get what you want, but if you try sometime, you get what you need. Das ist so das ähnliche Prinzip. Also, wenn wir uns große Ziele setzen, das sind ja so Orientierungspunkte. Vielleicht erreichen wir das ganz große Ziel nicht ganz. Ja. Aber auf dem Weg dahin erreichen wir so viel, dass es auf jeden Fall viel mehr ist, als wenn wir uns nicht das Ziel gesetzt hätten. Also ich gebe mal ein Beispiel. Jetzt nimmt sich vielleicht einer vor, sagt, ich möchte Vermögen haben von 10 Millionen Euro, mal als Beispiel. Vielleicht hat er am Schluss keine 10 Millionen Euro, vielleicht hat er nur 5 am Schluss. Aber ist doch auch eine klasse Sache. Und hätte er sich das jetzt nicht vorgenommen, dann hätte er die 5 auch gar nicht erreicht. Und deswegen sage ich, ist also schon auf jeden Fall wichtig, sich große Ziele zu setzen. Selbst dann, wenn man sie nicht ganz erreicht, auf dem Weg dahin passiert eine Menge und am Schluss erreicht man also viel mehr, als wenn man sich gar keine Ziele gesetzt hätte oder nur kleine Ziele. Und es ist sogar erwiesen, es gibt in Amerika eine Forschung, die heißt, eine Theorie, die heißt Goal-Setting-Theorie. Geht es also sich über, wie man sich Ziele setzt. Und da gab es hunderte wissenschaftliche Arbeiten drüber, psychologische, empirische Arbeiten, und die haben nachgewiesen, wenn sich jemand große Ziele setzt und sehr konkrete Ziele, dann hat er mehr Erfolg damit, als wenn er sich keine Ziele setzt oder kleine Ziele setzt. Okay. Also das ist tatsächlich durch wissenschaftliche Forschungen auch erwiesen. So. Also merkt ihr, eins setze dir größere Ziele. Genau, auch der Titel von einem anderen Buch von mir nebenbei bemerkt. So, nächstes Kapitel, Entscheidungen treffen. Unsere größten Fehler waren Sachen, die wir nicht gemacht haben. Unternehmen, die wir nicht gekauft haben. Ja, das ist ein Zitat von Charlie Munger, das ist ja der Partner von Warren Buffett. Warren Buffett kennen sicherlich viele von Ihnen, einer der erfolgreichsten Investoren der Welt und immer so unter den Top 3 der reichsten Menschen der Welt in der Regel. Und der hat einen Partner, Charlie Munger, und von dem sind viele kluge Zitate auch in dem Buch. Ja, manchmal ist es in der Tat der größte Fehler, wenn man etwas nicht macht, eine Entscheidung nicht fällt. Ja. Die meisten Leute, wenn sie über Fehler nachdenken, dann denken sie immer über Sachen nach, die sie gemacht haben, die dann schiefgegangen sind. Sie denken aber nicht so sehr nach über Sachen, die sie nicht gemacht haben und die deshalb ein Fehler waren. Ja. Und das ist ja auch so ein Irrtum. Manche Leute denken, ja, ich treffe dann halt keine Entscheidung. Aber das geht gar nicht, weil wenn Sie keine Entscheidung treffen, dann haben Sie auch schon eine Entscheidung getroffen, nämlich gegen etwas Bestimmtes. Ja. Also keine Entscheidung treffen geht gar nicht. Und deswegen, klar, das wird jedem passieren. Selbst den klugen, erfolgreichen Leuten wie Warren Buffett und Charlie Munger ist es passiert. Aber deswegen geht es wirklich darum, jede Möglichkeit daraufhin zu prüfen und nicht einfach denken, ich drücke mich vor der Entscheidung, weil das könnten gerade die verpasste Chance sein, von denen er hier spricht. Ja, hätte Fahrradkette. Ja, das ist natürlich dann sinnlos, hinterher sich darüber Gedanken zu machen. Das würde ich auch keine Sekunde tun. Das heißt, so wie weine nicht über vergossene Milch oder so. Ja. Also das habe ich nie gemacht, dann irgendwo mir negativen Kopf zu machen, hätte ich es gemacht. Sondern das ist auch nicht damit gemeint. Sondern gemeint ist damit, dass du dir jetzt überlegst, wenn eine Chance ist, dann, dass du auch die Chance tatsächlich wahrnimmst. Weil wenn du es nicht probierst, wirst du nie wissen, ob es funktioniert oder nicht, selbst im persönlichen Bereich. Zum Beispiel, ich habe einmal
nach ganz kurzer Zeit geheiratet. Da hatte ich praktisch die Frau 2 Wochen gekannt. Und dann habe ich gesagt, zwei Wochen schon. Wir heiraten. Also das hat dann noch ein paar Monate gedauert, bis wir geheiratet haben. Ja. Aber die Entscheidung habe ich nach 2 Wochen gefällt. Ist hinterher, hat nicht funktioniert. Ja? Ja. Aber ich bereue das nicht, weil ich sage, hätte ich es jetzt nicht probiert, dann würde ich vielleicht später immer denken, Mensch, das war doch die Top-Frau und warum hast du es denn nicht versucht und so weiter. Ja? Man kann ja Fehler machen, das ist auch gar nicht schlimm. Viele Menschen, die haben zu viel Angst, Fehler zu machen und die treffen dann nur deswegen keine Entscheidung, weil sie Angst haben, sie könnten etwas falsch machen. Aber ich habe da eine andere Meinung. Die meisten Sachen, wie jetzt auch bei dieser Ehe, das bringt sie ja nicht um. Ja? Sie lernen dann daraus. Ja. Und nur, braucht halt einen guten Ehevertrag, oder? Ja, das hatte ich schon auch gehabt. So. Alles klar. Das ist dann das Wichtigste. Und, genau, die meisten Menschen im Sterbebett, da gibt es auch ein Buch, ich weiß nicht, wie es heißt, die reden darüber, über die Dinge, welche sie nicht erlebt haben in ihrem Leben und die sie gerne hätte gemacht. Das habe ich auch gehört, genau. Und das möchte man doch nicht, dass man später, also schlimmste Vorstellung von mir wäre, wenn du ja im Sterbebett oder stellen Sie mal vor, wir sind irgendwo, ich bin dann vielleicht 95 oder so und sitze mit Ihnen da und wir sitzen oder irgendwo mit dem anderen Opa so am Tisch und wenn ich gewollt hätte, hätte ich gekonnt und da wäre das und wäre wenn und so. Nee, dann will ich lieber sagen, okay, ich habe es probiert, hat es vielleicht das oder das nicht geklappt, aber ich habe es probiert. Man redet lieber über die Sachen, die cool waren, die man gemacht hat, anstatt über die, die man verpasst hat, oder? Ja, und ich meine, wenn man jetzt nur eine Sache deshalb nicht macht, weil man Angst hat, dass man scheitert, dann bist du ja schon gescheitert von vornherein. Wenn man jetzt nur aus Angst vor einem Nein irgendwas nicht macht, ja, dann hat man doch das Nein vorher schon. Ja? Ja. Wenn du es probierst, hast du ja wenigstens die Chance, dass es funktioniert. Ja. Lernen aus Leidenschaft, Kapitel 5. Ein Ertrinkender lernt schnell schwimmen. Das ist natürlich so, es gibt ja auch viel so Sprichwörter wie Not macht erfinderisch. Ja? Ja. Also in Krisensituationen, da stecken oft riesige Chancen drin. Und das ist nicht so ein abstrakter Spruch, sondern das habe ich tatsächlich auch konkret erfahren. Ich habe ja meine zweite Doktorarbeit geschrieben zum Thema Psychologie der Superreichen. Und da habe ich mit 45 sehr erfolgreichen Menschen gesprochen. Die meisten hatten so ein Nettovermögen zwischen 30 Millionen und 1 Milliarde self-made. Ja? Ja. Und die haben oft berichtet, dass ganz schwierige Situationen, Krisensituationen, die sie zu meistern hatten, dass sie da gezwungen waren, überhaupt darüber nachzudenken und Dinge zu ändern, die sie dann auf die nächste höhere Stufe gebracht haben. Weil warum? Wenn irgendwo alles gut läuft, so im Leben, ja, da sind wir alle irgendwo ein bisschen faul oft und bequem, dann macht man irgendwie so das immer so weiter. Ja? Aber wir brauchen manchmal so eine Krise, ja, wo wir richtig durcheinander geschüttelt werden und die zwingt uns dann praktisch jetzt innovativ Ideen auch zu entwickeln, neue Ideen zu entwickeln, also neue Geschäftsstrategien. Ich habe einen Bekannten, Christoph Karl heißt der, das ist der erfolgreichste Immobilieninvestor hier aus Europa in den USA. Der hat schon für, ich glaube jetzt für 10 bis 15 Milliarden Investitionen gemacht in USA und der war mal mit einem Fonds in einer schwierigen Situation. Normalerweise hat er tolle Ergebnisse und das hat ihn dann überhaupt erst gebracht, diese schwierige Situation dazu, wieder ganz neue Strategien zu entwickeln, die er sonst nie entwickelt hätte. Ja, also deswegen, wenn so Krisensituationen sind, immer überlegen, wofür könnte jetzt diese schlechte Situation gut sein? Bei mir war das ganz oft so im Leben. Also zum Beispiel hatte ich eine Situation, da war meine Firma, irgendwo haben mehrere Mitarbeiter die Firma verlassen. Ja. Der wichtigste Mitarbeiter wollte auch die Firma verlassen. Und das war schon eine ganz schwierige Situation. Aber ich habe dann die Chance gesehen und ich hatte eh nicht mehr so richtig Lust mit der Firma und habe dann aus dieser Situation heraus dem Mitarbeiter die Firma verkauft. Auf die Idee wäre ich jetzt nie gekommen, wenn jetzt alles irgendwo so gemächlich gut hingelaufen wäre. Und deswegen also immer, wenn was Negatives passiert, erster Gedanke, überlegen, wofür könnte jetzt diese Sache gut sein? Wo könnte eine Chance drinstecken in dem Problem? Und das gibt es viel öfter, als man denkt, kommt nicht automatisch, muss man halt auch nachsuchen. Aktueller Fall, die deutsche Automobilindustrie. Da bin ich auch mal gespannt,
was die jetzt aus der Situation machen. Ja, da bin ich allerdings ein bisschen skeptisch, weil die ja so von der Politik in die Mangel genommen werden. Und die Politik verwandelt ja jetzt die Automobilwirtschaft praktisch in eine Planwirtschaft, ja, was noch nie funktioniert hat. Ja. Und die Unternehmen, die machen auch mit dabei, die wehren sich nicht dagegen. Also ob die jetzt aus der Krise was Gutes machen, da habe ich eher meine Bedenken. Also das muss man auch generell sagen. Es gibt ja jetzt keinen Automatismus, dass immer aus jeder Krise was Gutes wird. Ja. Manche Krisen, die enden halt auch schlecht. Und wenn ich bei der deutschen Automobilindustrie wetten sollte, was da im Moment geschieht, da bin ich dann eher mal auf der Seite der Pessimisten. Kapitel 7, neues Wagen. Wenn dir alles gelingt, was du versuchst, dann versuchst du nicht genug. Also einer meiner absoluten Lieblingssprüche, das ist von dem Gründer. Habe ich einen Volltreffer gelandet. Absolut, ja. Von dem Gründer von Intel. Wissen Sie, weil ich hatte mal einen Bekannten, ein intelligenter Typ, der hat Schule gemacht, studiert, dann irgendwo promoviert, an der Uni geblieben. Das war ein ziemlich gerader Weg, auch sehr intelligent. Und dann sagt er mir, ja, Herr Zittelmann, aber Sie sind ja auch manchmal in Ihrem Leben gescheitert. Da sage ich natürlich, weil ich mir immer sehr, sehr große Ziele gesetzt habe und immer wieder Neues gewagt habe. Ja. Wer natürlich den bequemen Weg jetzt geht, den sicheren Weg, ja, der wird nie scheitern. Aber ehrlich gesagt, für mich jetzt sind Menschen, die nie gescheitert sind, da sage ich, die haben sich nie Ziele gesetzt, die groß genug sind. Eigentlich sind es echte Loser-Leute, die nie gescheitert sind. Warum? Weil sie immer aus Angst davor, sich größere Ziele zu setzen, immer nur das gemacht haben, was sowieso klappt. Ich gebe mal ein Beispiel, weil sie auch Kraftsport machen. Also im Sport. Wenn Sie jetzt zum Beispiel, nehmen wir mal an, beim Bankdrücken 10 mal 80 Kilo schaffen, als Beispiel so. Ja? Wahrscheinlich schafft sie mehr, aber nur mal als Beispiel. Als Beispiel. Ja? Sie schaffen 10 mal 100 mal als Beispiel. Ja, okay. Ja? So. Und dann machen Sie immer 10 mal 100. Ja? Dann werden Sie auch nie scheitern. Das werden Sie immer schaffen. Ja? Aber Sie werden auch nicht mehr wachsen so dadurch. Wenn Sie aber jetzt mal zum Beispiel 120 Kilo auflegen, ja. Ja? Da muss dann noch einer dahinter stehen und vielleicht auch helfen und aufpassen, dann kann es auch sein, dass Sie da mal das nicht schaffen, ja? Weil Sie ja erst dann erfahren, wo Ihre Grenze ist, wenn Sie Ihre Grenze auch austesten. Grenze austesten heißt, sich Dinge vorzunehmen oder Dinge zu wagen, die außerhalb von der Komfortzone sind, wo es also schwierig wird, wo es unbequem wird, sich mal ein größeres Ziel zu setzen. Ja? Und das liegt natürlich in der Natur der Sache, dass Sie es nie ganz schaffen, weil Sie können ja die Grenzen nur dann austesten, ja? Wenn Sie es praktisch dann auch mal scheitern dabei. Ja. Und so ist es so, wenn man also jetzt unternehmerisch auch tätig ist. Ja. Also die erfolgreichen Unternehmer, die ich kenne, die haben immer auch Situationen gehabt, wo sie auch mal gescheitert sind oder ganz schwierige Dinge. Das ist ja auch gar nicht schlimm. Ja. Wichtig ist, dass man dann die richtigen Lehren draus zieht und nicht aufgibt und weitermacht. Deswegen, also das Zitat ist auch deswegen wichtig, um den Menschen die Angst nehmen vor dem Scheitern. Mhm. Weil manche, die setzen sich ja nur deswegen keine Ziele, weil sie Angst haben, sie könnten scheitern. Und ich sage, das gehört dazu. Ja. Nur absolute Loser, die scheitern nie. Ja, alles klar. Immer dranbleiben. Und den Muskel auch mal an seine Grenzen bringen, weil nur dann wird er besser und absolut, dicker. Absolut, ja. Kapitel 8, Erfolg im Beruf. Ich arbeite nach dem Prinzip, dass man niemals etwas selbst tun soll, was jemand anders für einen erledigen kann. Ja, ich glaube, das ist von Rockefeller, ja, das Zitat. Ja. Und Rockefeller war ja praktisch ist immer noch der reichste Mann, den es je auf der Welt gegeben hat. Wenn man also das damalige Vermögen in heutiges umrechnet, inflationsbereinigt, ja, dann ist er sogar reicher als gewesen als Jeff Bezos oder Bill Gates, ja, heute sind. Also da lohnt sich schon hinzuhören. Mit dem Delegieren ist für mich eines der wichtigsten Grundprinzipien überhaupt, also zu delegieren. Ja? Viele Menschen haben Probleme damit. Die sagen dann, ach, bevor ich das dem erklärt habe, da kann ich selber machen. Ganz blöder Spruch, gewöhnen sich den ab. Ja? Weil natürlich am Anfang dauert es länger, dem anderen das zu erklären, als dass sie es selber machen. Aber wenn sie es dann erklärt haben und der kann es dann irgendwann, ja, dann ist es natürlich so, dass sie unglaublich viel Zeit sparen. Ja? Und es gibt viele Menschen, die verstehen ein Prinzip nicht. Und das Prinzip möchte ich jetzt hier erklären. Jede Arbeit, egal welche sie machen, besteht in der Regel, sagen wir, aus einem Teil. Dafür braucht man Ideen, Kreativität,
Wissen, Erfahrung. Und ein anderer Teil, der ist Routine. Mhm. Ja? Und meistens ist der größere Teil die Routinearbeit. Ja? Also wenn Sie jetzt zum Beispiel, sagen wir, 100 nehmen, dann sind davon vielleicht 5% Erfahrung, Wissen und Kreativität und die anderen sind Routinearbeit. Ja. Die meisten Menschen, die machen alles dann, die machen die gesamten 100%. Während ich immer so war, dass ich gucke, dass ich nur die 5% mache und die 95% von anderen Menschen erledigen lasse, weil das mir ja die Zeit gibt, wieder andere Dinge zu machen. Ja. Ja? Und es gibt ja auch, manche kennen das vielleicht, dieses 20-80-Prinzip, also dass man mit, dass man mit 20% irgendwo seine Aktivitäten 80% vom Erfolg hat. Das heißt, Sie müssen immer herausfinden, was sind diese 20% und die anderen Sachen, die also praktisch nicht zu so viel Wertschöpfung führen, die muss man an andere Menschen delegieren. Ja? Und ich kenne so viele Menschen, die machen viel zu viel alleine, auch manchmal, weil ihnen ein falscher Perfektionismus im Weg steht. Also ein gewisser Grad von Perfektionismus ist gut, aber so ein Überperfektionismus. Ja, die sagen dann immer, ach, wenn ich es nicht selber mache, dann wird es nicht ganz so gut. Richtig, ja. Ja, vielleicht nicht so, aber dann müssen sie auch lernen, mit 95% Ergebnis zu leben. Weil wenn sie für die restlichen 5% nochmal genauso viel Zeit reinstecken wie für die anderen 95%, dann ist es einfach ineffizient, was sie machen. Dann müssen sie auch manchmal lernen, irgendwo mit einem 95% Perfektionismus zurechtzukommen. Und also ich habe schon mein Leben lang, war ich immer tatsächlich sehr, sehr gut im Delegieren. Und deswegen, ich hatte zum Beispiel auch noch nie eine Freundin, die mir vorgeworfen hat, du hast zu wenig Zeit für mich oder so. Warum? Weil ich halt, ich habe immer Zeit, ja? Ja. Weil ich halt so viele Dinge delegiere. Ja? Das war schon, wo ich als Kind, jetzt hatte ich drei Schwestern, da hatte ich schon drei Leute an dich Dinge delegieren konnte. Ja? Ich war später, wo ich an der Uni war, der Professor, wo ich war, der hatte auch mehrere Assistenten und da habe ich die Sachen machen lassen für den Professor. Ich selbst, ich habe dann meine Bücher geschrieben, meine Sachen gemacht. Und wo ich bei der Zeitung war, da habe ich die Sachen gemacht, die mir Freude machen, also Artikel schreiben und zu recherchieren. Und dann gab es aber auch eine Menge Sachen da, die nicht Freude gemacht haben. Die habe ich an andere delegiert und auch in der Firma. Ja. Und jetzt sagen manche vielleicht, ja, das ist ja ungerecht, wenn sie dann immer andere Leute irgendwo die Arbeiten machen lassen. Ja. Nee, ist nicht ungerecht. Weil es gibt Leute, denen macht das viel mehr Spaß. Zum Beispiel, ich habe seit 13 Jahren eine Buchhalterin, die macht so Buchhaltung, was mir jetzt nicht so Freude macht. Ja? Das ist deren Ding. Der macht es Freude. Die will gar nichts anderes machen. Als Buchhaltung. Genau. Und der liebe Gott hat die Menschen ja verschieden gemacht. Jeder macht was anderes Spaß. Was dem einen Spaß macht, macht dem einen anderen keinen Spaß. Und wenn Sie jetzt praktisch das alles selbst machen, dann werden Sie erstens ineffizient und es ist auch noch unsozial, weil Sie nehmen ja den anderen Leuten die Arbeit weg dann eigentlich. Ja, klar, weil die müssen ja auch was machen. Irgendwie. Genau. Ja. Alles klar. Kapitel 9, überzeugen und verkaufen. Wer Geschichten erzählt, der regiert die Welt. Absolut, also das haben Sie bestimmt auch schon gemerkt, ja. So, das gilt generell im Leben. Die Menschen, die können sich einfacher irgendwelche Geschichten oder Anekdoten merken als irgendwelche abstrakten Theorien und Ableitungen. Ja. Und wenn man jetzt im Verkauf ist und hat tatsächlich irgendwo eine Geschichte zu erzählen, was man erlebt hat und die Sache plastisch macht, ja, dann wird man viel mehr Aufmerksamkeit finden und die Menschen, die hören sich das viel lieber an. Gilt auch nicht nur im Verkauf, das gilt auch für Vorträge oder eigentlich für alles im Leben. Ich meine, wenn wer jetzt ein Unternehmen zur Börse bringt, ja, da sagt man immer, der muss eine Story haben für die Börse. Die Leute, die wollen eine Story haben für ein IPO. Ja. Und das ist bei Vorträgen so, wenn Sie also nur abstrakt irgendwo Dinge ableiten, dann werden Sie nicht so die Zuhörer fesseln, wie wenn Sie Geschichten erzählen, die Sie jetzt erlebt haben. Irgendwo sind wir Menschen so programmiert und das ist auch im Verkauf ganz wichtig. Also Tipp an jeden, überlegen Sie sich ein paar Geschichten, machen Sie da Ihr Repertoire, Dinge, die Sie erlebt haben oder auch von anderen und Sie werden mehr Aufmerksamkeit der Menschen bekommen, als wenn Sie einfach nur so abstrakten Gedanken entwickeln. Kapitel 10, Geld ist der Schlüssel zur Freiheit. Ja, ein Spruch von Coco Chanel. Ja? Mhm. Und das ist ja tatsächlich, Geld ist geronnene Freiheit. Und
Ich habe oft beobachtet, Menschen, die kein Geld haben, die haben irgendwo ein negatives Verhältnis zu Geld. Ja? Die sehen Geld als was Schlechtes an, verbinden das mit Geiz, mit Materialismus, mit Egoismus. Manche sagen sogar, Geld ist die Wurzel von allem Übel auf der Welt, ja, und so weiter. Ja? Und wer solche Einstellungen hat, der wird natürlich auch schwer reich werden. Ja? Also, auch eine Geschichte in dem Zusammenhang. Ich hatte einen Bekannten, einen Journalisten, ein kluger Typ, aber der sagt mir so, Geld ekelt mich an. Da habe ich gefragt, und Sie sind pleite. Ja? Ja. Und da hat er so gelacht und sagt, naja, nicht ganz, aber ist nicht ganz falsch. Ja. Woher wissen Sie das jetzt? Habe ich gesagt, ist logisch, weil wenn Sie sich vom Geld ekeln, ekelt sich das Geld vor Ihnen auch. Ja? Und das ist einfach so, für mich ist Geld tatsächlich verbunden mit Freiheit. Also ja, für mich geht es gar nicht so um jetzt Luxussachen zu kaufen. Ich habe eine schöne Wohnung, aber jetzt auch nicht übertrieben. Ja? Ich habe ein schönes Auto, eine schöne Uhr, aber die Sachen sind für mich jetzt nicht so wichtig. Was wichtig ist, ist das Gefühl der Freiheit. Ja? Ich kann tun und lassen, was ich will. Ich arbeite, weil ich Lust habe zu arbeiten, aber ich muss nicht arbeiten. Ich kann, wenn ich jetzt sage, ich fahre ein Jahr nach Amerika und mache da was, fahre ich halt nach Amerika. Wenn ich sage, ich fahre jetzt, mache 2-3 Monate Urlaub, irgendwo mache ich es auch. Mache ich jetzt gar nicht, aber das Gefühl, aber es geht, tun zu können, was man möchte, ja? Ja, das ist Freiheit und das ist Geld für mich wichtiger jetzt einfach als, also mich würde es jetzt nicht antreiben, dass ich sage, ich kann mir jetzt das schärfste Auto kaufen oder das irgendwo eine Yacht oder so, das wären nicht Sachen, die mich jetzt persönlich motivieren. Ja? Sondern mich hat genau das motiviert, Geld ist für mich geronnene Freiheit praktisch. Ja. Kapitel 11, Neid sabotiert ihren Erfolg. Die Anzahl unserer Neider bestätigt unsere Fähigkeiten. Ja. Also manche Leute regen sich über Neid auf, also klar ist schon lästig so Neider, ja? Aber andererseits, wenn sie beneidet werden von anderen, ist ja ein Zeichen, dass sie erfolgreich sind in irgendeinem Lebensbereich. Also sie haben jetzt eine gute Figur, ich auch, da gibt es sicherlich Menschen, die neidisch sind. Ja? Hätten wir jetzt so eine Wampe, ja? Da wäre zumindest niemand neidisch auf die Figur. Ja? Und wenn jetzt eine sehr hübsche Frau, ja, die hat auch oft gerade so andere Frauen, Kollegen, und so, die sind dann neidisch. Ich habe es gerade neulich meiner Freundin gesagt, so haben wir über Arbeitssituationen geredet. Ich habe gesagt, nein, das ist halt so. Ja? Hübsche Frauen, die werden immer eher beneidet als irgendwo eine, die unvorteilhaft aussieht. Ja. Ja? Und so, wenn man jetzt reich ist und klar, wird man eher beneidet, als wenn sie jetzt Hartz-IV-Empfänger sind und ein verrostetes Fahrrad haben. Das gehört irgendwo dazu. Und das nur, ich sag mal auch so, Der neidisch ist, der wird selbst nicht erfolgreich sein, weil statt zu überlegen, wie kann ich jetzt praktisch das erreichen, was der andere hat, hat nichts mit Neid zu tun. Manche Menschen sagen, Neid kann ja auch positiv sein. Nein, das ist kein Neid, sondern das ist Bewunderung. Wenn ich jetzt sage, Mensch, der hat so viel erreicht, was kann ich hier von dem abschauen? Ja? Das ist ja eine gute Fragestellung. Aber der Neider, der will das ja gar nicht. Der will, dass dem anderen irgendwo schlechter geht, ja, oder dem was weggenommen wird. Ja? Und dann geht es ihm besser in dem Moment, wenn es dem anderen schlechter geht. Ja? Und ja, das ist natürlich eine absolut destruktive Emotion. Und wenn ich dann auch noch so erfolgreiche Menschen irgendwo mir schlecht mache und sage, guck mal, was ist das für einer und so weiter, ja, dann werde ich selbst auch gar nicht erfolgreich werden können. Also gönne dem anderen auch mal was. Absolut, ja. Nimm dir Leute zum Vorbild, die irgendwo was erreicht haben, was du jetzt noch nicht erreicht hast. So, Freunde, hier bin ich wieder. Vielen Dank, dass du dir das Video bis zum Ende angeschaut hast. Jetzt geht es darum, wer dieses coole Buch gewinnt, handsigniert am 27.07. von Dr. Rainer Zittelmann mit schönem Buchzeichen. Und zwar musst du, wenn du teilnehmen möchtest, 2 Dinge tun. Das eine ist, den Kanal abonnieren. Das zweite ist, einen Kommentar schreiben, warum du der Richtige oder die Richtige bist, das Buch zu gewinnen. Denn derjenige oder diejenige mit dem besten Kommentar, warum du qualifiziert bist für dieses Buch, der bekommt. Deshalb wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Kommentarschreiben. Und wenn dir das Video gefallen hat, freue ich mich natürlich sehr über einen Daumen nach oben. Und es kommt bald noch ein weiteres Video zu diesem Buch, also ein zweiter Teil, bei dem wir uns die zweite Hälfte des Buches vornehmen. Daher wünsche ich dir ganz viel Spaß auch beim zweiten Teil beim Anschauen und wünsche ganz, ganz viel Erfolg beim Preisausschreiben.